Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben ein neues Event, es ist Freitag, wir haben ein neues Event, nennt sich Social Showdown. Gucken wir uns natürlich alle Details dazu an. Der Event geht nur eine Woche lang, das ist, müsst ihr beachten. Und dann, ja, die Spieler haben wir hier, Linus Omark, wir haben Elias Pettersson, wir haben Rick Nash und Patrick Laine, die alle von 86 wieder auf 96 upgraden könnt. Auch mit dem bekannten WG tausche die Spieler jeweils ein. Schauen wir uns aber alles an und die ganzen weiteren Karten, die noch neu kamen, schauen wir uns auch an. Wirkt sich auch, ich glaube, eine auf die X-Faktor-Karte aus, so wie ich es jetzt gesehen habe. Und ja, schauen wir uns an. Los geht's. Und bevor wir anfangen, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt vorhin, als das Event rauskam, den live auf Twitch mehr oder weniger mitverfolgt. Jeder hat wegen rumgescrollt, fand ich sehr witzig und war sehr viel Spaß gemacht. Deswegen auch gerne auf meinen Twitch-Channel vorbeischauen oder alternativ auch oder natürlich und auch auf meinen Discord-Channel. Können wir uns alle über die ganzen neuen Karten austauschen und ihr könnt mir sagen, wie ihr drüber denkt. Also fangen wir an mit der 86er Patrick Leine-Karte, die dann upgradebar ist auf 96. Also er ist ein linker Flügelspieler, 1,96 groß, 93 Kilo. Wir haben von Haus aus haben wir hier Gladiator, dann kommen noch später zu der Knipser, Protektor und Funke oder Funke. Wir haben noch Schlenzer, Hammerschuss, Magier oder Herz und Seele. Und dazu noch am Schluss Ausgewogen oder Buzzing. Der Weg ist bekannt, ich sag's trotzdem nochmal, entweder ihr macht hier diese Social Showdown Sammelobjekte, braucht ihr für den ersten Upgrade 5 oder alternativ 50.000 Münzen. Der zweite Upgrade kostet das gleiche. Dann haben wir 60.000 Münzen oder 6 Collectibles. Wir haben 65.000 Münzen oder 6 Collectibles. Dann haben wir 145.000 Münzen oder 14 Collectibles, um die Karte auf 92 anzuheben, wo dann erstmal so hoch ist wie seine gerade aktuelle Primetime-Karte. Dann haben wir 180.000 oder 18 Social Showdown Sammelobjekte und am Schluss, um die Karte auf 96 zu bringen, haben wir 275.000 Münzen oder 25 Social Showdown Sammelobjekte. Macht am Schluss 825.000 Münzen, um die Karte so weit hochzukriegen oder in Collectibles, muss ich noch ausrechnen. Macht 79 Collectibles plus noch die 7, was ihr braucht, um die Karte an sich zu machen. Heißt, wir sind bei 86 Social Showdown Sammelobjekten, was diese Karten hier jeweils kosten. Gehen wir mal vom optimalen Fall aus, was er dann am Schluss ist. Also wir haben hier von den Fähigkeiten, haben wir die Urgewalt, ab 4 Schnappschnapp, wir haben das dritte Auge, präziser Pass und Scharfschütze in Gold. Ich glaube, rein von den Fähigkeiten wäre ich hier wirklich nur bei der Urgewalt. Wir haben von Haus aus 92 Beschleunigung und der Rest ist alles im und 92 Tempo, der Rest von dem Skating werden ist alles im hohen 90er Bereich. Schuss perfekt, Hände perfekt, Bodychecken fehlt ein bisschen, aber er ist 2 Meter groß, also das lege ich jetzt auch nicht wirklich Wert drauf. Kann man natürlich mit Funken nochmal pushen, um mal auf 95 zu kommen. Eigentlich auch eine super Karte, nicht der schnellste, ist eigentlich so ja, Mikko Rantanen auf der anderen Seite, so kann man es am besten bezeichnen. Mit Synergien kommen wir hier noch. Ich weiß gar nicht, was ich hier gehen würde, weil der Schuss ist perfekt, Hände sind perfekt. Das ist so eine reine Synergiekarte. Klar, ich würde die Skating-Sachen anmachen, das heißt hier Buzzing und den Funken. Dann sind wir bei 94 Beschleunigung, 93 Tempo. Ist halt nicht für jedermann, weil er ist groß, er ist aber dementsprechend auch einen Tick langsamer. Alle anderen Synergien sind nur dazu da, dass die anderen Karten, die mit ihm spielen, dann besser werden. Also gute Karte von Leine, nicht für jedermann geeignet. Ich persönlich möchte ihn nicht haben. Ebenfalls von den Columbus Blue Jackets haben wir den 86er bzw. dann am Schluss auch 96er Rick Nash, ein rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 96 Kilo. Wir haben, also Upgrade-Pfad ist wieder gleich, wir haben hier als Synergien Arbeitstier, Flügelmann, Protektor oder Knipser. Dazu noch Gladiator, Bombardiert, Verteiler oder Zonenwirbler und am Schluss noch Hammerschuss oder Funke. Fähigkeiten sind Puck am Faden, ab 4 der Panzer, die Urgewalt ab 7 und am Schluss auch kein Wettkampf. Zonenfähigkeit ist der Nahkampf. Also Patrick Laine eigentlich auf der anderen Seite oder alternativ Mikko Rantanen, eigentlich ziemlich die gleiche Karte wie Rantanen, wenn man allen Werten geht. Wir kommen hier nicht über, wir können den Flügel noch anmachen, das heißt, wir werden bei 95 Beschleunigung, bei 93 Tempo ist aber Ende. Da gibt es keinen anderen Weg mehr, um das Tempo noch zu erhöhen. Von Haus aus bringt er halt nur 91 Beschleunigung, 91 Tempo mit, das ist so der leichte Abstand. Der Schuss nicht ganz perfekt, Hände nicht ganz perfekt, aber alle im hohen 90er Bereich. Bodychecken ist ja auch bei 94, geht er mit dem Funk auch noch Richtung Perfektor, also auch super Karte, aber eben nicht der klassische Flügel hoch und runter Pacer, auch keine Räder mit dabei, also sagt er Pace hoch und runter. Gerade wenn ihr im GWC mitspielen wollt, also in der Gaming World Championship, da sind solche Spiele halt gefragt. Also da haben die meisten, gerade die Top-End-Spieler, haben halt nur solche Karten drin, die dann zwar langsam sind, aber halt einfach schwer vom Puck zu trennen sind. Also das ist so die Vorbereitung mehr oder weniger schon auf den GWC.
Ja, ist halt eben 1:1 die Karte von Mikko Rantanen. Ich glaube, wenn ihr die X-Faktor habt, dann würde ich die weiter upgraden, wenn ihr schon einen bestimmten Pfad seid damit. Wenn ihr die Team of the Year-Karte habt von Mikko Rantanen, dann würde ich mir nicht nochmal so einen zweiten, langsameren Spieler anlächeln auf der Seite. Da wäre mir dann schon eine Combo aus zwei, drei schnelleren noch lieber. Weil ich zwei wirklich schnelle und einen noch so Mittelding, behaupte ich mal. Also auch hier gute Karte, nicht für jedermann gedacht oder geeignet, aber ja, ich persönlich mag Rick Nash nicht, von dem her wäre es auch nichts für mich. Wir haben als nächstes den 86er oder 96er Linus Omark von Team Schweden. Rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 82 Kilo, mit Gladiator, Knipser, Protector oder Schlenzer. Dazu noch Hammerschuss, bombardiert, ausgewogen oder Buzzing. Und am Schluss noch den Zonenwirbler, den Magier. Auch wir haben als Fähigkeit einmal auf die Knöchel, Puck am Faden, Trickreich, Schnapp-Schnapp und Kreisel. Also goldene Kreisel ist hier nice. Das Problem ist halt hier, ist, er ist nur 1,78 groß, so von Haus aus, aber mit 96 Beschleunigung, 93 Tempo, Schuss im hohen 90er-Bereich, die Hände sind Endgame, Bodycheck nur bei 89, das heißt, wir sind schon etwas gefangen, was die Checking-Werte angeht. Das heißt, ich wäre hier beim Gladiator. Hier würde ich dann auf den Hammerschuss gehen, würde auf die einen Geschwindigkeitsboost hier verzichten für den Hammerschuss dann. Und am Schluss wäre ich hier nochmal beim Zonenwirbler. Das heißt, wir kommen mit Zonenwirbler und also maximal wäre 96 Tempo und wir kommen so auch auf. Ja, wir haben nur 96 Tempo, ist auch kein Funke dabei. Das ist, also 96 Beschleunigung, 96 Tempo ist Schluss, mehr geht bei ihm nicht. Balance bei 94 könnte man dann dementsprechend mit Synergien auch nochmal hochpushen. Ich glaube, da bräuchte man ja ausgewogen zum Beispiel. Ja, also könnte man auch noch hochpushen. Ja, eigentlich auch die Synergien dafür da, dass die anderen Karten um ihn herum besser werden. Mir persönlich, auch wenn rechten Flügel, wenn ihr jetzt schon Patrick Kane habt und die Karte geil findet, ist das halt auch euer Mann. Auch für mich wieder im Gegensatz zu den anderen zwei, die mir schon fast zu groß sind, wäre mir der hier zu klein. Also sehr gute Karte hier von Linus Omark. Ich würde hier auch mit dem Kreisel gehen, dass er nochmal wendiger macht, zumal er eh schon 99 Beschleunigung von Haus aus hat. Also braucht man es gar nicht mehr dazu. Sehr gute Karte hier von Linus Omark. Aber eben auch nicht für jedermann gedacht, aber wenn ihr mit Kane klarkommt, dann ist das so auch eure Karte. Abschluss hier von den neuen Meisterhelden macht der 86er oder 96er Elias Pettersson von den Vancouver Canucks. Ein Center, 1,88 groß, 80 Kilo. Wir haben hier Arbeitstier, Flügelmann, Funke oder Knipser. Dazu den Zonenwirbler, Gladiator, Ausgewogen oder Protektor. Wir haben den Dieb und den Verteidiger noch ganz am Schluss. Superstar-Fähigkeiten sind auf die Knöchel, Kreisel, Sehendes Auge, Schnapp-Schnapp und den Scharfschützen in Gold. Okay, wo fangen wir an? Also 93 Beschleunigung, 93 Tempo ist natürlich toll, auch für einen Center. Was halt für einen Center weniger toll ist, nur 86 Phase-Off-Rating hat. Zwar mit Deep und Zonenwirbler dann immer noch auf 93 hochkommt, aber hier fehlt mir im Vergleich zu den anderen Centern, die teilweise noch über 1,90 groß sind, eindeutig noch und auch schwerer sind, eindeutig noch irgendwie Blitzstart oder sonst was. Ich würde von den Fähigkeiten höchstens Kreisel ankriegen, da würde ich ihn aber schon fast am Flügel spielen lassen und auf die Face-Off Synergien verzichtet. Das heißt, ich würde hier mit Verteiler noch gehen. Das sind wir bei 97 Tempo. Hier können wir mit Funken noch gehen. Haben wir 95 Beschleunigung. Also ist für mich dann eher ein wirklich guter Flügelspieler. Ein eher mäßiger Center. Also, was heißt mäßig? Ist eine 96er Karte. Aber ich sehe da die Stärken von dieser Karte ja eindeutig auf dem rechten Flügel. Das ist halt so das Zwischending jetzt dann zwischen Leine, Nash und dann dem doch kleinen Linus Omark. Kann man hier sicher unterbringen. So eine X-Faktor kann er damit auch upgradebar von 91 auf 96. Schauen wir uns dann noch gleich an. Also die Karte aktuell rein von den, wo man rauskam, wo jetzt ich sage für mich persönlich, wäre mir Elias Pettersson am liebsten, aber dann eben nicht auf dem Center, sondern auf dem rechten Flügel. Die X-Faktor Karte von Elias Pettersson upgradebar von 91 auf 96 kostet euch insgesamt 21 Power-Up Collectibles. Okay, und damit kriegen wir noch dazu den Schlenzer und den Knipser. Mehr haben wir da nicht wirklich gehabt, aber was noch dazu kommt, Bombardier 14.
Aber da waren wir eh schon, genau. Also es kommt nur der Schlenzer und der Knipser mit dazu. Gut, bei der Schuss ist eh bei 99. Wir haben hier noch den präzisen Pass als Superstar-Fähigkeit. Da ist mir eigentlich fast die andere Karte, also abgesehen davon, dass hier kein Zonenwirbel dabei ist, heißt, wir kommen im Face-Off-Rating. Da ja das hier Dieb und Herz und Seele auch in einem Ranking ist, kommen wir im Face-Off-Rating nicht höher als 91. Die andere geht immer noch auf 93. Und für die ganzen Kosten, allein was diese Upgrades kostet, ist, glaube ich, billiger von Haus aus, die mit der 86er Karte anzufangen und dann abzugraden, ist vom Prinzip her einfacher und ihr habt eine bessere Karte damit auch. Wir haben ja auch keine Fähigkeit, was aufs Face-Off geht. Also da die andere Karte kann man zumindest als Flügelspieler einsetzen. Daher ist mir hier alles in einem Rang und auch kein Zonenwirbler, ist dann fällt die Karte schon leicht ab. Ich finde es halt immer schade, dass man nicht einfach jetzt sagt, okay, man kann die 91er zusammen mit was ich was, mit irgendwas eintauschen und kriegt dafür dann die Meisterheldenkarte. Die ist dann zwar nicht weiter upgradebar, aber zumindest hat man dann direkt, wenn man schon in die X-Factor-Karte investiert hat, dann eben auch die Meisterheldenkarte. Also finde ich einen komischen Weg. Also hier upgraden nicht empfehlenswert. Aber ich hätte ihn ganz ehrlich schon eh nicht bis dahin gemacht, weil er wird einfach, auch wenn man Kosten und Ertrag wieder mit vergleicht, wird er halt einfach nicht besser und er wird nur teurer. Also wenn wir jetzt schon bei 275.000 Münzen oder 11 Power-Up Collectibles sind, dann können wir uns denken, was dann der weitere Upgrade kostet, beziehungsweise wir wissen es ja von Connor McDavid bereits. Bei dem ist aber komischerweise nur 18. Okay, also Lars Patterson kostet 11, um auf 96 zu kommen, und bei Conor McDavid sind es nur 8 und davor 6. Also auch weniger Münzen, also ne. Aber dieser Event bringt noch weitere Karten mit, die wir uns natürlich anschauen müssen. Anfang macht hier der 85er Tex Williamson von Modo Hockey. Ein Goalie 1,93 groß, 87 Kilo mit Herz und Seele oder Dieb. Dazu noch die leichte Arbeit, keine Zonenfähigkeit. Handschuh ist bei 83. Meine Größe wäre optimal. Der mit goldene Pfosten zu Pfosten und unten noch leichte Arbeit plus einen gescheiten Handschuh hoch und ein gescheites Tempo wäre fast brauchbar. Aber so, also ich glaube, alles ohne goldene Pfosten zu Pfosten mittlerweile nicht mehr brauchbar. Dann haben wir den 87er Tennis, Tyler Ennis von Ottawa Senators, ein rechter Flügelspieler, 1,75 groß, 73 Kilo mit Protektor oder Hammerschuss, dazu noch Gladiator und Kreisel. Ne, wenn man beides so ankriegt, klar, er ist klein, er ist eigentlich so die Johnny Gaudreau-Karte mehr oder weniger. 91 Beschleunigung, 91 Tempo, ist für eine 87er Karte in Ordnung. Bodychecken geht so auf 85, klar, mir wäre zu klein, zu leicht, aber für die Anfängerteams oder eben wenn man so kleinen Spielern klarkommt, auch, dann auch gerne Kreisel aktivieren, kann der sicher brauchbar sein. Dann der nächste, der noch kleiner ist, von den Montreal Canadiens, der 88er Cole Caulfield. Ein linker Flügelspieler, 1,70 groß, 75 Kilo. Also der ist kleiner, aber schwerer. Wir haben hier den Gladiator oder Hammerschuss. Hier ist schade, dass beides in einem Tier drin ist. Dann haben wir noch den Bussing und Kreisli auch. Wenn man beides so ankriegt, sind wir bei 93 Beschleunigung, 93 Tempo. Schuss im Schnitt bei 91,5. Hände auch im 90er Bereich. Bodychecker nur bei 81. Also. Ah, wie soll der den Rantanen zum Beispiel vom Puck trennen? Ne, keine Empfehlung. Dann haben wir einen meiner absoluten, in Anführungszeichen, Lieblingsspieler von den New Jersey Devils mittlerweile, der 89er Zach Parise. Rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 87 Kilo mit Arbeitstier oder Funke. Dazu noch Verteiler und Schnappschnapp als silberne Fähigkeit. Von Haus ist 88 Beschleunigung, 88 Tempo. Für 89 Karte okay, geht dann auf 90 jeweils hoch. Ja, kann man so lassen. Schuss im Schnitt bei 90, Hände bei 90. Defensiv wäre er auch so im mittleren 80er bis 90er Bereich. Auch so eine ziemliche 0,50 Karte, also nichts Besonderes dran. Kein Wert, der jetzt irgendwie übermäßig hoch ist oder irgendwie eine super Fähigkeit dabei. Also keine Empfehlung, ja. Auch für die schlechteren Teams keine Empfehlung, weil Zach Parise ist, wäre es eh keine Empfehlung, ja. Von den Detroit Red Wings haben wir den 90er Anthony Manta, ein rechter Flügelspieler, 1,96 groß, 106 Kilo mit Funke oder Buzzing, dazu noch Knipser. Wir haben hier die Urgewalt und den Scharfschützen. Interessante Karte, also der ist halt nochmal größer als Laine oder Nash. Ist dann bei 89 Beschleunigung, 90 Tempo mit Urgewalt an. Ist der zwar langsam, aber der muss erstmal gestoppt werden an sich. Auch wenn wir da Richtung GWC denken und ihr braucht noch einen großen Spieler, wäre der hier auch eine super Wahl von den Red Wings. Dann auch wieder was ganz Kleines, mehr oder weniger, den 90er Shane Gothisbear von den Philadelphia Flyers. Rechter Verteidiger, 1,80 groß, 82 Kilo mit Gladiator oder Bombardier, dazu noch den Hammerschuss. Wärme schick schon und Eile mit Weile. An sich
auch, wenn man das so ankriegt, also ich würde beide Fähigkeiten, beide Synergien so ankriegen wollen und dann mit Eile, mit Weile, wenn der wirklich durchpaced und aus dem Lauf schießt, könnte gut sein. Dazu müsste aber meiner Meinung nach mehr Beschleunigung, mehr Tempo haben. Ist bei 90, Schusskraft ist dann bei 96, Handgelenkschusskraft bei 95, Hände auch im 90er-Bereich. Bodychecking sind halt nur bei 86, bei 89. Sondern auch nur bei 83 von Haus aus. Für einen Verteidiger, der muss dann schon größer sein, ein höheres Bodychecking-Wert haben, eine höhere Widerstandsfähigkeit als 90 und gerade bei der Größe eben auch noch einen Tick schneller, bitte. Dann auch ziemlich weirde Karte von den Chicago Blackhawks mit einem 91er Kirby Dach. Ein Center, 1,93 groß, 89 Kilo mit Gladiator oder Hammerschuss, so noch Buzzing, dem Panzer und Nahkampf. Also optimalen Center-Maß, er hat nur 80 Face-Off-Rating, dazu keinen Blitzstar dabei, kein Deep, nicht einmal Herz und Seele. Für den Flügel ist er dann wieder zu langsam, für den Face-Off-Rating ist er zu schlecht, also ich wüsste gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Wär ein guter Verteidiger, wenn er auch noch einen Tick schneller wäre, also kriege ich nicht unter. Dann von den St. Louis Blues, nein, nicht von den St. Louis Blues, auch nicht von den Montreal Canadiens, wo er jetzt Trainer ist, sondern von den New York Rangers, der 92er Martin St-Louis, ein rechter Flügelspieler, 1,73 groß, 82 Kilo, mit Funke oder Arbeitsziel, dazu noch Verteiler. Wir haben Kreisel und Räder in Gold. Wow. Also mit beiden Synergien zu haben, haben wir 95 Beschleunigung, 95 Tempo, der Schuss von der Genauigkeit im hohen 90er-Bereich. Hände im hohen 90er-Bereich, Bodychecking ist bei 91. Ich meine, er ist klein, aber gerade mit Kreisel und Räder an, ich sage ja immer, der muss, wenn er gecheckt wird oder wenn er einen Check fährt, dann haben die kleinen Spieler keine Chance, aber er hat doch 82 Kilo auf den Hüften, was immer noch mehr ist als die Kollegen, die wir davor hatten. Und gerade mit beiden Fähigkeiten so an, könnte der richtig pervers sein. Also gute Karte, auch lustige Karte. Bestimmt Fun, mit der zu spielen. Hier von Martin St-Louis, der niemals bei den St. Louis Blues gespielt hat. Genauso wie Miro Chatan niemals bei den New Jersey Devils war. Dann haben wir den 93er Dougie Hamilton von den New Jersey Devils. Ein linker Verteidiger, 1,98 groß, 104 Kilo, mit Gladiator oder Magier. Dazu noch Hammerschuss. Wir haben das sehende Auge und die Wärmesuche. Ich kann nicht mehr als meine Liebe für diese Karte oder für Dougie Hamilton Karten ausdrücken, weil er ist halt 2 Meter groß, aber trotzdem 91 Beschleunigung, was mehr ist als der 1,80 große Shane Gothisbear. Darf man nie vergessen hier bei den Dougie Hamilton Karten, die beiden Synergien sind ja schon fast verschwendet, mehr oder weniger. Gut, der Schuss wird noch besser, aber er braucht keinen Bodychecken-Wert erhöht, weil er eben eh groß und auch schwer ist. Also ich glaube, ich würde hier sogar mit Magier gehen, dass es Deking allein ein bisschen noch hochgeht. Super Karte hier von Dougie Hamilton und damit auch seine X-Faktor-Karte upgradebar auf 93. Abschluss macht von den Calgary Flames Alumni, der 94er Theo Fleury, ein linker Flügelspieler, 1,68 groß und 82 Kilo. Wir haben hier Verteiler oder Funke, dazu noch den Gladiator, Nahkampf und die Wildheit. Er beschreibt seine Karte ganz gut, weil der war halt so ein richtiger kleiner, ja, Wadenbeißer, haben wir mal gesagt. Hier von Haus haben wir 97 Beschleunigung, 94 Tempo, wir haben 98 Schlagschusskraft, 99 Handgelenkschusskraft, Genauigkeit dann noch etwas zu wünschen. Hände im hohen 90er-Bereich, Bodychecking ist bei 94, können wir dann theoretisch mit Gladiator und mit Funken auf 99 bringen, genau wie man die Beschleunigung auf 99 bringen könnte. Ich glaube, ich würde ja sogar, eben aufgrund der Größe auch, dass hier nicht mal ein Upturner ist, weil die Flurry-Karten haben sich immer fantastisch gespielt, würde ich ja trotzdem mit dem Funken gehen, um eben die Beschleunigung noch hochzukriegen. Nicht mal wegen dem Bodychecken. Wäre mir sogar hier in dem Fall lieber, als dann das Tempo auf 96 zu kriegen. Sehr gute Karte von Theo Fleury. Klar, auch nicht für jeden gedacht, aber auch witzig mit denen zu spielen hier. Die X-Faktor-Karte von Dougie Hamilton damit auch upgradebar auf 93. Ich kann euch gar nicht mal sagen, wie viele Münzen es gewesen wären. Das waren auf jeden Fall 3 Power-Up-Collectibles. Damit kommt noch dazu der Deep. Kann man ja sogar anmachen. Ich habe jetzt bei mir den, also das, ich habe den Upgrade gemacht, ohne überhaupt die Karte mir anzuschauen, weil einfach die so geil finde, die Karte. Wir haben hier noch den Deep mit dazu. Kann man ja sogar anmachen. Bin einfach mit dem Mage gegangen, um die Beweglichkeit noch zu erhöhen, um hier auch das Sticky noch anzuheben. Kann aber genauso den Deep machen, bringt damit das Defensivbewusstsein, das Stick-Checking auf 99 hoch und auch die Schlagschusskraft noch um 1 hoch auf 99. Aber mir ist hier persönlich der Mage lieber, dass er sich nicht ganz so steif spielt, sondern mit seinen 93 Beschleunigungen auch noch ein bisschen. Ja, ein bisschen beweglicher. Es könnte auch mit Funke gehen, aber würde sich Sticky noch mal höher gehen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Also Upgrade empfehlenswert, weil das ist Dougie Hamilton.
Und bevor wir zu den Primetime-Karten gehen, schauen wir uns mal die ganzen Upgrade oder wie wir in die Collectibles kommen. Das ist zwar alles immer das gleiche wie bisher auch, aber wir schauen uns trotzdem mal an, falls der eine oder andere doch noch neu in dem Spiel ist. Also für 15 Spieler unter 80, irgendwelche Goldspieler, bekommt ihr ein Collectible. Für 10 80er-Spieler, also 80er-Goldspieler, bekommt ihr ein Collectible. Für 8 81er bekommt ihr ein von diesen Social Showdown-Sammelobjekten. Dann habt ihr hier den nächsten Schritt für 3 83er gibt es zwei Collectibles. Für 2 84er gibt es zwei Collectibles. Für 2 85er gibt es drei Collectibles. Für einen 86er, wenn wir richtig sind, genau, gibt es auch drei Collectibles. Wir haben hier für einen 87er gibt es 5 Collectibles, also umso besser die Karte ist, umso mehr Collectibles kriegt ihr auch raus. Für einen 88er gibt es 6 Collectibles, für einen 89er gibt es 7 Collectibles und für einen 90er gibt es dann 8 Collectibles. Das dann, was dann dahinter ist, ist dann die, wenn nach den 7 Tagen, nochmal ganz wichtig, der Event läuft nur eine Woche, wenn man dann später sich noch entschließt, auch noch einen Patterson zu machen, dann kann man das im Nachhinein auch noch hier hinten machen und hat dann halt dementsprechend die höheren Kosten auch. Dann gibt es natürlich noch auch, wenn ihr sagt, ihr wollt keinen von den Spielern machen. Also die Spieler könnt ihr an sich machen, indem ihr jeweils für 7 Collectibles einen 86er baut und dann eben weiter upgradet. Für nach den 7 Tagen gibt's dann, kosten das Ganze dann schon 10 Collectibles. Wer jetzt hier nicht mitmachen will, der kann hier für 5 Collectibles einfach einen 86er machen. Würde ich immer empfehlen, allein, dass man einen 86er in das Set eintauschen kann. Man kann allerdings auch die NHL Players Pack Sets zumachen. Das Ganze geht dreimal, bekommt ihr ein Set mit 10 NHL-Spielern. Das ist vielleicht noch interessant für die Leute, die Teambilder noch zumachen wollen und noch irgendeine 90er-Karte haben oder so, machen sich 8 Collectibles, kann man das hier zweimal zumachen. Ich habe das jetzt eben schon dreimal zumachen, das ist das Maximale. Und in diesen Folgen-Pack gibt es auch, also beide Packs gibt es auch im Auktionshaus oder im Store zu kaufen. Da sind einfach nur 25 Objekte drin, waren glaube ich zwei Goldspieler und der Rest waren irgendwie Silber und Trikots und Jubel und Goalie-Masken. Das kann ich nicht empfehlen, aber gerade für Teambilder hier jeweils 10 Spieler noch mit rausholen, untauschbar. Und wenn ihr irgendwie doppelt habt, dann könnt ihr immer noch die Tauschbar mit aus den Sets rausschmeißen und dann die Untauschbaren eben einsetzen. Schauen wir auch mal in den Store noch rein. Da gibt es nämlich auch wieder jede Menge Zeug. Und zwar haben wir hier das Starter-Pack. 15 Objekte, darunter ein Power-Up-Sammelobjekt und ein garantierter Spieler mit 83 plus. Ich sage immer, Frederik Anderson ist auch ein 83er-Karte, könnte natürlich da auch drin sein. Es ist untauschbar. So ein Power-Up-Collectible kostet um die 30.000 Münzen. Ich meine, klar, die Chance ist da. Die Chance sind 86 plus, ist es bei 28%. Chance ist da. Aber für 70.000 Münzen oder 1.400 Punkte würde ich es nicht kaufen. Genauso wenig wie das untauschbare Meisterspieler-Pack. 15 Objekte, darunter ein zufälliger Meisterspiel mit 86. Also wenn ihr jetzt da sagt, ihr wollt den Patterson, habt ihr dann auf blöd drin den Omark, dann habt ihr auch nichts gewonnen, würde ich nicht machen. Das Liken und Abonnieren Pack, das macht ihr natürlich auch erstmal auf meinem Kanal und dann hier könnt ihr das hier kaufen. 30 Objekte mindestens 15 Goldspieler, garantierte 4 Spielobjekte mit 81 plus. Ja, wäre noch möglich. Das ist Social, beziehungsweise dieses Folgenpack ist das, was man da dann für zwei Collectibles kommt. Kostet ansonsten 15.000 Münzen. Können wir ja mal schnell aufmachen. Schnelldurchlauf. Normal nur Silberspieler, Jubel und nix drin. Haben wir hier irgendwas? Da hinten haben wir irgendwas Höheres. Einen Trainer haben wir. Ja, also lohnt sich nicht zu machen. Auch die Collectibles dafür einsetzen lohnt sich nicht. Das Ultimate Pack, natürlich das eigentlich das nach dem Ultimate Choice Pack, wo ich in der Woche aber auch nur als Bestes in 400er Braden Point hatte, mag am besten sein. Würde ich aber auch nicht für die 100.000 Münzen kaufen, sondern wenn ihr da wirklich Geld investiert, 2.000 Punkte habt, dann das hier kaufen, so oft wie es geht, so oft wie es euer Kreditkartenkonto, was auch immer Guthaben zulässt. 20 Objekte, alle 80 plus. Klar, es können nur 80er drin sein, aber da ist dann die Chance, dass es ein 86 plus ist, schon bei 58% und kann natürlich auch noch ein Meisterheld drin sein oder eben ein Power-Up-Held. Also da reden wir von Lemieux, Coffey, Gretzky, was auch immer was. Das nächste haben wir noch das Jumbo Premium Spieler Pack. 20 Objekte, alle Goldspieler mindestens 85 plus. Für 45.000 Münzen oder 900 Punkte kann man auch machen. Je nachdem, wie oft die Menge es zulässt. Hier steht zwar verbleibende Menge 0, aber da gibt es dann immer eine Limitierung. Dann, wenn ihr Punkte aufladet, kauft die beiden Packs, solange bis dann die Limitierung kommt. Hebt den Rest von den Punkten auf und kauft das Pack dann nach 24 Stunden, wenn der Cooldown da abgelaufen ist. Jumbo Premium Pack, 20 Objekte, mindestens 9 Spieler, mindestens 4 Goldspieler. Ja, es ist auch nicht wirklich wert. Und von den Sachen hier hinten generell immer die Finger lassen. Ihr könnt auch so ein Jumbo Premium Pack kaufen. Um mal zu schauen, ob da irgendwas drin ist. Mal auf ganz auf die Schnelle. Ja, also lohnt sich
In dem Fall jetzt zumindest bei mir ja auch nicht wirklich. Dann haben wir noch ein paar neue Primetime-Karten, auch nur einige, also nicht viele. Schauen wir uns da noch an. Und ehrlich gesagt, nur eine Karte, das ist der 91er Quinn Hughes, der Hux von den Vancouver Canucks, rechter Verteidiger, 1,78 groß, 77 Kilo, mit Hammerschuss oder Knipser, zum noch Gladiator. Wir haben den präzisen Pass und goldene Kreisel. Goldene Kreisel ist gerade an der Karte echt nice, aber ich würde nicht von meinem Verteidiger ankriegen. Die beiden Synergien würde ich versuchen so anzukriegen. Mal 94 Beschleunigung, 94 Tempo, Schuss und Schusskraft bei 94, Genauigkeit bei 90, Hände im hohen 90er Bereich von der 91er Karte. Bodenshaking geht auf 90, also auch eine lustige Karte, mit denen zu spielen. Warum ich jetzt immer sage, gerade lustige Karte, ist ganz einfach. Das nächste ist der GWC, die Gaming World Championship. Also gerade wenn ihr jetzt da wirklich mit teilnehmen wollt und da auch euch Chancen ausrechnet, da was zu gewinnen, für den Modus gerne mal die ganzen Regularien durchlesen. Das ist nämlich echt kompliziert mit den 32 Mannschaften auswählen und ich denke mal, da würde ich mal ein eigenes Video dazu machen und das genau erklären. Aber gerade jetzt so, wenn es Richtung, wir sind in der letzten Phase jetzt mit den Teambildern auf 98, wir kommen jetzt in die letzte Phase, jetzt die Phase, wo ihr Spaß haben wollt, wo ihr nicht mehr unbedingt hier das alles mögliche irgendwas erreichen wollt, sondern jetzt sind die Spaß und das sind solche Karten halt einfach zu spaßig. Karten, Kane ist spaßig, der ist spaßig und ja, das sind auch der Omar ist spaßig. Das sind deswegen, betone ich das gerade immer oft und jetzt habe ich genug spaßig gesagt, um auch zu sagen, dass ihr wisst, dass die Karte spaßig ist. Ja, ich bin halt auch spaßig drauf. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Gerne Video liken und abonnieren und alles mögliche. Morgen wieder bei Twitch vorbeischauen, wenn wir da weiter unseren Hoodcham streamen. Bin ich aktuell bei, ich glaube, bei 5 Siegen, 4 Niederlagen. Nachdem ich mit 0 und 4 gestartet habe, bin ich noch ganz zufrieden, dass ich doch noch irgendwie gedreht habe. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Rangliste kommt natürlich auch, da muss ich mir natürlich nochmal überlegen. Kurzes Feedback zu meinem Teambuilder Primo, der jetzt zwar die ersten 9 oder 10 Spiele gemacht hat, 13 Spiele waren es schon insgesamt. Irgendwie, er haut mich heute um. Ich habe jetzt mit den Fähigkeiten rumgetan, alles mal aktiviert, deaktiviert, wieder probiert. Er ist nicht schlecht, aber er macht jetzt nicht so den Unterschied, als da davor der Larkin oder der Matthews drin war. Gut, vielleicht ist mein Team auch einfach zu gestackt, um den wirklich den Unterschied zu merken, aber irgendwie bin ich noch nicht ganz so richtig warm geworden mit ihm. Aber mal gut. Er hat noch ein bisschen Einlebungsschonfrist und ja, eigentlich habe ich hier gehofft, dass heute ein gescheiter linksschießender Verteidiger kommt, dass mal der Theodore oder der Byram raus kann, aber da müssen wir uns dann noch gedulden, bis dann da was richtig Anständiges da ist, wo ich sage, jo, der ist es. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Immer dran denken, Kanal liken, abonnieren, Twitch, Twitter, Instagram, Discord, ganz groß Discord. Gerne da vorbeischauen, macht eine mega Gaudi da gerade. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit der Rangliste und natürlich dann spätestens abends auf Twitch live mit Hoodchamps. Vielen Dank fürs Einschalten und immer dran denken, sauber bleiben. Also, Holle, richtig einen Schatzkrieg fressen, ne?